Segel! Los geht's! Hält die Segel in den Wind! Wir zerschellen gleich an Land, Captain! Hey! Ships may come and ships may go as long as the seas do flow. But a sailor lad just like his daddy loves the flowing bowl. A woman ashore he does adore, a girl who's bumping round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack John, sit down. Hey! Come along, you jolly great boys. There's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly roving star. Hey! When Jack's ashore... Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu... elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ich bedauere.
Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile nach Fort Frederick und sag Master Wardrobe, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der Rotrock-Captain darf Wardrobe auf keinen Fall erreichen. Jetzt zu Warden und dem Manuskript. Das nehme ich, du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Yeah.